Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HTB Schweißshop. Bevor wir zum eigentlichen Video übergehen, wo der Balli uns die neuesten Änderungen an seinem Buggy vorstellt, gibt es erstmal zwei Antworten auf die zwei Fragen. Die erste Frage, warum kann man eigentlich Magnete nicht schweißen? Plus, wer hat das Schweißgerät gewonnen? Die Verlosung, da gibt es eine Auflösung und du bist wahrscheinlich der Gewinner. So, zum ersten Part, warum können wir die Magnete nicht schweißen? Da gab es Ansätze, dass der Lichtbogen dermaßen vom Magnetfeld umgeleitet wird und dadurch der Prozess nicht stattfinden kann. Und die zweite, die ich auch für richtig erachte, Magneten bestehen aus ferritischen Standteilen und die Leitfähigkeit ist dagegen null. Das heißt, die sind nicht leitend, das hat mir in dem Video auch gezeigt und dadurch können wir nicht schweißen. Ich bin mit dem Ganzen natürlich ganz glücklich. Ich möchte das Ganze tiefgehender verstehen und deswegen habe ich den Harald Lesch und diverse andere Professoren kontaktiert, die mir das vielleicht besser beantworten können. Mal schauen, ob da eine Antwort kommt, würde ich mich freuen. So, der Gewinner. Ihr müsst jetzt das Video schauen, wir werden den Gewinner im Video einblenden und dann weißt du, wer gewonnen hat und dann kontaktieren wir dich und dann bekommst du das Schweißgerät. So, viel Spaß mit dem Video und ab geht's. Balli? Da bist du wieder. Das sieht doch gut aus. Danke, Hi. Dass ich wieder da sein darf. Erzähl mal, Balli, was hast du getan? Also die hintere Aufhängung ist fertig. Mhm. Vorne rechts ist er fertig. Ich muss noch vorne links das fertig machen. Ja. Weil die Wochenenden immer zu kurz sind. Ja. Aber wir kommen schon schön voran. Ich möchte kurz was im Vorfeld sagen. Ich finde das gar nicht so schlecht, dass wir so viele Zwischenschritte machen, weil da können die Leute, die es interessieren, ziemlich genau verfolgen, was du so machst. Ne? Ja, können wir. Findest du auch gut? Ich finde das gut, ja. Ja, ich auch. Und deswegen gibt es jetzt ein Update und es hat sich ja doch wieder einiges getan, so wie ich das hier sehe. Ne? Ja, also der ist noch nicht hundertprozentig verschweißt, nur für die Probe, aber für die Probe hat es getan und gemacht. Darf ich bewegen? Ja, klar. Aha, okay. Ich verstehe. Das ist aber ein sehr langer Weg. Ja. Den brauchst du auch, ne? Guck mal gucken, was die Stoßdämpfer machen. Und das läuft Ass rein, ja? Also okay, schmieren müssen wir, deswegen geht er ein bisschen fester, aber links und rechts. Aber es hackt nicht beim Bewegen, ja? Eben. Kannst du mir noch mal kurz erklären, was hier passiert? Weil er geht ja rein und raus. Ja, weil da, der muss rutschen. Der muss rutschen. Wie der sich bewegt, der drückt nach innen und nach außen. Der muss sich bewegen. Ja. Wie bei dem Monster Buggy, bei dem Balgor, auch die Kardanwelle zusammenrutscht auseinander. Ja. Das macht er innen drin. Die Kardanwelle bei dem großen Buggy ist ja viel größer und die ist an einer Stelle, wo er reingeht, sogar offen. Genau. Das ist aber auch in Ordnung so. Das ist in Ordnung. Der geht richtig. Ey, super Arbeit. War das viel Arbeit für dich, diesen Punkt zu finden? Hast du viel ausprobiert, viel Verschnitt gehabt? Zeig mal. Ah, okay. Ah, okay. Das kleine Häufchen, das der Rest. Ja, da kannst du mal gucken, wie viel Arbeit sowas ist, ne? Ja, das müsste sein. Ja. Wie der zusammenkommt, bewegt, der muss sich bewegen. Das sind die restlichen Subaru-Teile, ne? Das sind auch die restlichen Subaru-Teile. Ja. Hier noch ein paar Stück. Ein paar haben gefragt, was ist mit unserem ersten Projekt passiert? Ja, Teile sind da implementiert worden. Der Rest ist noch im Gitterbox, was ich noch verwende. Ja, der Motor ist leider hinüber. Der ist, ja. Cool. So, das heißt, wir haben die hinteren beiden Aufhängungen fertig. Ja. Den kontrolliere ich auch hier nochmal. Ja. Bisschen Training. Ja. Und da wirst du auch kein Problem haben, ne? Nein. Wo könnte ein Problem sein bei so etwas, wenn er zum Beispiel zu viel nach da geht oder nach da geht, ist es hier egal? Nach vorne, hinten ist egal. Ich kann auch hier 45 Winkel machen, passiert nichts. Aber bei der Mitteleinstellung, immer wenn ich Aufhängung mache, also die Rohre, die Welle, die Antriebswelle muss immer gerade sein, weil dann habe ich den halben Punkt, nach innen zu rutschen und beim Ausfedern nach außen zu rutschen. Wenn ich jetzt 2 cm über bin, tiefer bin, dann entweder nach oben oder unten kann er weniger federn. Und jetzt ist der Mittelpunkt.
Hast du übrigens die Kommentare gelesen von den Zuschauern? Ja, habe ich. Du hast sehr viel Lob bekommen. Ja. Ich finde, das hast du auch verdient. Sehr viele Fragen. Genau, da gab es aber, glaube ich, ein paar konstruktive Kritik, was man anders machen sollte. Hast du da irgendwas zu sagen oder ist alles deiner Meinung nach geklärt? Oder müssen wir den Zuschauern irgendwie... Wir erklären heute eine Teil von der Sache. Ja. Und bei dem nächsten Update erklären wir die andere Sache. Du bist der Boss. Lass mich vorne links noch fertig werden. Mhm. Lenkung etc. kommst du, wie immer. Mhm. Und dann erklären wir, warum, weshalb, wieso alles so passiert, wie das passieren muss. So, jetzt kommen wir zum vorderen Teil. Vorderen Aufbauprinzip sieht man, ist anders. Ja, ist anders. Ja? Ist anders. Aber Bewegungsweg ist ähnlich. Ja, nur der Gummi quietscht noch, aber das ist normal. Der muss gefettet werden. Genau. Ich schaue jetzt drauf, der Weg, also der ist ja vom Randstand diesmal kürzer als der Zweisitzer. Ja. Wäre es nicht besser, wenn der Radstand breiter wäre? Oder hier Stabiler ist er. Ja. Hast du recht. Erstes Mal, der andere habe ich gebaut. Ja. Jetzt denke ich schon ein bisschen im Voraus, wir müssen auch einen Anhänger für den finden, wo der drauf passt, weil das ist eine ganz schwierige Sache. Aber ich kann den noch immer mit Spurverbreiterung den Auto verbreiten, wie ich den möchte. Mhm. Aber, dass wir die Subaru-Teile verwendet haben, da ist, sage ich mal so, im 50% meine Hände gebunden. Mhm. So, ich kann hier Antriebswelle bauen, ich kann den auch halbe Meter breiter machen. Ich verstehe. Aber das ist nicht mein letztes Auto, also... Ja, hoffe ich sehr. Das heißt, genau, wir haben jetzt einfach das Problem, ich würde so gerne mit dem großen Buggy irgendwo ausrasten, aber wir haben immer ein Terminproblem und bis dato muss Anhänger klar sein und ich glaube, da werden wir jetzt einen Strick drunter ziehen. Wir besorgen uns im neuen Jahr einen großen Anhänger forever für uns und dann können wir auch in Gruben fahren, zu Tests fahren. Ja, wir müssen dazu kommen, auch wegen der Zuschauer. Genau, wir müssen das sehen. Zu den Messen fahren. Ja. So, gut. Ja, ist ja auch schon ziemlich weit hier vorne, ne? Du musst jetzt auf der anderen Seite nur noch einmal das Gleiche bauen. Gleiche machen, verschweißen und dann gucken wir, ob das mit der Lenkung klarkommt. Mhm. Da liegt die schon. Da liegt die Lenkung, ja, das ist eine selbstgemachte Lenkung. Und das tun wir hier auf den Tisch drauf. Ja. Das ist eine selbstgebaute Lenkung, dass du mit dem Lenkrad kurze Bewegungen machen musst und dann schlägt er komplett ein. Ja. Das ist so zusammengebaut von Trabi, von Selbstentwicklungen und. Und die willst du da reinpflanzen? Genau, der kommt auch da rein. Komm, wir schauen mal kurz, wie du das da einsetzen willst. Können wir. So, ganz wichtig, beim Federn, so muss ich statt Lenkung bauen, dass er bei Ausfedern nicht die Räder zusammenzieht und beim Anfedern, also nach innen zu federn, nicht, dass die nach außen gehen. Dann flattern die. Mhm. Das heißt, der kommt hier drüber. Okay. So. Siehst du, der weiß schon seinen Platz. Der bleibt auch stehen. Okay. So. Folgendes. Die beiden Aufhängungen müssen Winkel, also gerade sein. Die Antriebswelle. Ja. Und dann muss ich die Endstücke bauen, drehen, flexen, schneiden. Passen, wie auch immer. Passen machen, dass der mitfedert. Wir müssen immer den Nullpunkt haben. Wenn der jetzt zum Beispiel hier oben ist, so muss ich das bauen und nicht so oder über den. Ja. Weil sonst, wenn er nach außen federt, drückt er den nach innen, weil der länger ist. Deswegen, wenn die Antriebswelle, wenn wir von A-Rad reden, wenn die Antriebswelle gerade ist, dann können wir erst die Lenkung bauen. Dann wird der Beinfeder nicht flattern. Das heißt, dein Federweg muss schon klar sein, der muss stehen und dann kannst du dich an der Lenkung machen. Ja, genau. Boah, es sind so viele Sachen, die man denken muss, ne? Damit es nachher funktioniert. Man denkt, das ist so einfach, ne? Du schraubst irgendwie ein paar Räder, irgendwas zusammen und dann fährst du los. Gar nicht. So einfach ist das nicht, aber auch nicht kompliziert. Für dich. Hast du hier was am Käfig geändert? Es kommen noch Dreiecke rein, was ich schon gesagt habe, an jede Ecke. Verstärkst das Ganze. Verstärkung kommt noch hier rein, mehr nicht. Und jetzt ist der erst wichtige, weil wir die Auspuffteile wieder haben, kann ich jetzt Auspuff bauen, die Zündung, die Leitungen und dann, ich hoffe, zwischen dem Jahr, Neujahr, können wir den Motor starten, weil in die Feiertage habe ich Zeit ohne Ende.
da hat jemand gefragt, dass das sehr schwierig sein wird, einen, ich sag mal, aktuellen Motor auch mechanisch umzubauen, dass das nachher auch wirklich funktioniert. Also die haben das natürlich nicht empfohlen, aber viele haben gesagt, dass du auf jeden Fall dazu in der Lage bist. Was kannst du darauf antworten? Siehst du da Probleme, quasi einen modernen Motor auf Doppelvergaser auf mechanisch umzubauen? Ich meine, ich glaube nicht, sonst würdest du ja nicht bauen. Nein. Keine Bedenken? Nein. Keine Bedenken. Okay. Keine Bedenken. Der wird laufen. Wir würden auch, viele haben auch gefragt, dass wir vor die Zuschauer das ins Laufen kriegen. Ja. Wie ich einstelle und dann zeige ich den Zuschauer, ja, wie die drei Vergaser eingestellt, ja, werden. Aber du musst Kritik vertragen, ne? Ich vertrage Kritik. Ich musste so da schon einiges vertragen. Ja, ist auch nicht schlimm. Aber so ist das. Jetzt bin ich dran. Ja. Wenn ich sage, der wird anspringen und der wird einmal verlaufen, dann wird er auch. So, dann kommen wir direkt zu den nächsten, wenn, ja, wir schon bei den Kritiken, ja, sind. Ja. Zündung. So, zeigen wir euch. Okay. Ich habe schon hier was vorbereitet. Für mich. Okay. Für mich einfach. Für dich, ich höre dir zu. So. Vielleicht wird ihr jetzt mich auslachen, aber mechanische Zündverteiler. Ja. Drei Zylinder. Vor jemand fragt, warum drei? Weil das so sein soll. So, wichtig? Ja. Die Spitze. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Spitze. So. Jetzt zeige ich euch auch warum. Ich möchte ganz kurz was sagen. Ja. Das mit der Bisinpumpe, mit dem Puls, mit dem Takten hatten wir im letzten Video erklärt. Ja. Sonst schaut ihr euch das letzte Video nochmal an, das verlinken wir. Ja. Okay. Ja. So. Zündung. Zündung. Jetzt zeige ich euch. V6 Motor. V6 ist klar. 30 Ventile, 2 Nockenwellen auf jeder Seite, ist auch klar. So. Der hat ein Nockenwellensensor auf der linken Seite. Das tun wir jetzt abschrauben. Mhm. Weil der kriegt die Zündstellung hier über einen Sensor elektronisch. Und das wird jetzt ganz einfach behoben. Das war ja genau die Zuschauerfrage. Genau. So. Das ist die Zündstellung. Ja. Wie auch immer, wo auch immer. Passt. Der gibt die Zündstellung für den Computer. Mhm. So. So, jetzt. Der wird so da dran gebaut. Siehst du, der passt sogar rein. Siehst du in den Schlitz? Ja, ich sehe das. Siehst du? So, hier kommt noch ein Zwischenstück, dass ich die Zündung verstellen kann. Mhm. Das hat er aber auch auf der rechten Seite vorne. Mhm. Also, das heißt, zweimal solche Zündung. Ja, hier kannst du dann. Ich kann von der rechten Zylinderreihe die Zündung abnehmen und von der linken. Eine reicht nicht. 6 Zylinder. Ich habe mich darum gekümmert und hier ist der zweite. So. Zweimal selbe Suzuki Swift. 3 Zylinder, 38 kW, 56 PS. Davon sind die mechanischen Zündungen. Eine ganz einfache Sache. Ganz einfache Sache. So. Der zündet 1, 2, 3. Richtig? Mhm. Audi, Vaso-Schau, Gott sei Dank, die haben in dem Ventilkopf die Zündreihe. Reihe reingemacht. 1, 4, 3, 6, 2, 5. Aha, und hier, ja, sind auch die Zahlen. 4. Und hier sind die Zahlen, das ist der Gute da dran. Okay. Das heißt, du 4, 5, 6, 1, 2, 3. Okay. So. Okay. Kerzen raus. Alle 6 Kerzen raus. Wie in der kleinen Schule. Holzstäbchen. Kommen 6 Stück rein. Ich drehe vorne den Motor, mhm, Ventildeckel abbauen. Mhm. Sobald die Ventile zu sind, Saug- und Auspuffventil zu ist und der erste Zylinder oben ist, da ist die Zündung. Mhm. Das heißt, ich hole von da, wenn der Zylinder oben ist auf Zündung, hole ich von hier, stelle ich mir innen, muss ich noch Zeichen machen, welche wo ist, muss der Rotor in diesem Winkel stehen. Okay. Der soll dann hier zum Beispiel bei die 1 zünden. Ja. So, drehe ich weiter, Zylinder Nummer 4, das ist der hier. Wenn da alle Ventile zu sind, Kolben oben, dann hole ich von dieser Seite die erste ab. Okay. Die eine Zylinder, erste Zylinder, dass er da zündet. Ja. Und dann in der Reihenfolge.
drehe ich den Motor, Zündung Nummer 3 ist hinten, dann muss er hier auf 2 stehen und dann zündet er die zweite von hier auf der dritte Zylinder. Wie gesagt, wo die Ventile zu sind und der Kolben oben ist, den muss ich auf Zündung setzen, den hier hinten so drehen, dass er auch auf diese Zylinder die Zündung abgibt. Der Zünder, der Zündverteiler gibt für die Reihe ab und von der anderen Seite die andere. So. Also Zündung sollte kein Problem sein. Das ist Zahlen, hier, Lösung ist da, Zwischenstück, so. Der zündet aber noch nicht. Der zündet aber noch nicht. Der zündet nicht. Das ist nur der Zündverteiler. Der Verteiler. Wir brauchen noch die Zündspule. Das ist von einem Audi. Neu. No name. Der zündet. Ich kenne den. Sagen wir so, der billigste. Der hier. Plus, Minus. Und die Zündung in der Mitte. Mhm. Woher hast du gewusst, dass die Köpfe so da reinpassen? Weil ich habe da reingeguckt und ich habe sowas schon gesehen. Geil. Und eBay Kleinanzeigen, die funktionieren. Ja. Alle beide sind gebraucht, aber top. Das ist nicht der Fall. Aber so gibt er die Zündung auf jede 6 Zylinder ab. Ich bin gespannt auf den ersten Stand, wie das. Du wirst wahrscheinlich beim ersten Mal grobe Werte in deinem Kopf eingestellt haben, aber da musst du natürlich sicherlich einiges nachjustieren, ne? Ich stelle den so bei dem ersten Lauf den ein, dass wir nur verfeinern müssen. Mhm. Keine große Aktion, weil ich kenne die Vergaser, die Zündung ist schon hier in meinem Kopf geboren. Okay. Ich weiß in welche Richtung wohin. Ja. Jetzt nur die Zwischenstücke, Batteriehalterung. Cool, cool. Balli, eine Frage. Wenn du jetzt bei dem Tempo, beim normalen Tempo weitermachst, was denkst du, wie lange dieses Projekt noch andauern wird? Ich will den schnell wie möglich fertig haben. Also das heißt, bis Sommer ist der ready? Bis Sommer? Nein. Nein? So lange warten wir nicht. So lange warten wir nicht. Respekt. Frühjahr. Frühjahr, nicht schlecht. Frühjahr. Nicht schlecht. Schön, das freut mich. Ich denke, wir haben jetzt sehr viele Informationen den Leuten verpasst. Ich bin jetzt auch schlauer. Ich finde das auch so gut, dass du mir das so erklärst, weil ich lerne eine Menge dazu. Vergaser kommt dann zum Schluss, diese Feineinstellungen? Ja, ja. Okay. Der wird nur grob eingestellt für den ersten Start, auch ohne Filter, dass ich sehe, was im Vergaser passiert. Jemand hat gemeint, ich hoffe, du bist nicht böse, wenn ich diese Frage stelle, dass diese Vergaser abstimmen, dass die auch alle drei dieselbe Menge liefern. Ist das ein Problem oder bist du dir da auch 100% sicher, dass das klappen wird? Das ist nicht einfach. Ja. Das ist eine sehr, sehr schwere... Weil wenn ich mir das hier anschaue, also es geht ja um diese beiden Bereiche, die hier aufgearbeitet sind, hier noch nicht, das muss ja hier noch annehmen. Wenn du dir sicher bist, dass du drei von dem Abstand her richtig eingestellt hast. Ja. Wie kannst du das messen oder wie siehst du das nachher, dass das stimmt, dass das passt? Das ist jetzt grob. Nur grob. Gelenkkopf. Ja. Das ist eine 10er Gelenkkopf. Ich habe die in 4. M4. Das ist so klein. Ja. So klein. So. Der Blech verschwindet. Okay. Hier kommt noch Blech auf alle drei hoch. Mhm. Der wird hier über dem Blech, der kleine, der M4, zusammengeschraubt. Mhm. Gewindestange oben. Der wird oben und unten ausgebohrt mit einer Gewindestange und mit so einem Gelenkkopf dahin gemacht, dass du eine den gibst, der zieht, der schiebt den. Das wird cool aussehen, wenn er sich so bewegt. Dass alle drei auf einmal sich bewegen. Ja. So, der, wenn du Gas gibst, schiebt er den von oben natürlich nach hinten. Und wie der das untere zieht, schiebt er den. Oder hier oben, das doppelt gemacht. Die können sich auch nicht, da wird ja auch keine Verzögerung sein. Es ist ja eine Einheit, die sich dann erhält. Weil die Schwankung innen drin, mit einer, hier kommt noch eine M4er Mutter zum Kontern. Und du kannst sogar mit der Gewindestange, okay. Genau, weil der Gelenkkopf, Linksgewinde, Rechtsgewinde. Linksgewinde, Rechtsgewinde. Und dann kannst du die schön zusammenziehen und so einstellen, dass die drei wirklich bei Beschleunigung, gleich. Das kannst du mit Schieblehre alles ausmessen, der wird hundertprozentig da
Du bist einfach der Mechaniker. Krass. Ja, ich tue mein Bestes. Ja. Schön, gut. Ich bin mal gespannt. Schreibt bitte jetzt eure Fragen, eure Kommentare unten hinein. Und was haltet ihr von der Idee, dass wir das so detailliert zeigen und dass der Bali uns mit diesem Wissen versorgt? Ja? Bitte unten reinschreiben. Wir wünschen euch was. Bis demnächst. Bis demnächst. Ciao. Ciao.